Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Teil 2 von meinen Cookie Dough Rezepten. Vor einigen Wochen habe ich euch schon 3 leckere Rezepte gezeigt. Die verlinke ich euch hier oben rechts in der Infocard. Und heute gibt es die Schoko-Variante. Bevor damit allerdings gestartet werden kann, muss das Mehl vorgebacken werden. Denn Mehl ist ein Naturprodukt und kann Keime und Verunreinigungen enthalten. Deswegen wird es auf ein Backblech dünn verteilt und im vorgeheizten Backofen bei 120 Grad etwa 20 Minuten vorgebacken. Anschließend muss es auskühlen und wird durchgesiebt. Und so kann es für die leckeren Keksteige nun verwendet werden. Los geht's mit der ersten, mit der klassischen Schoko-Cookie-Dough-Variante. Dazu wird benötigt hitzebehandeltes Mehl, weiche Butter, Salz, Vanilleextrakt, Milch, Kakaopulver, Schoko-Chunks oder Schokodrops, Schokostreusel, je nachdem, was ihr zu Hause habt, und Zucker. Die weiche und zimmerwarme Butter wird zusammen mit Zucker, Salz und Vanilleextrakt etwa 2 bis 3 Minuten cremig aufgeschlagen. Anschließend kommen die übrigen Zutaten dazu, nämlich Milch, Mehl sowie das Kakaopulver. Alles wird gut eingerührt. Zuletzt werden noch die Schokochunks per Hand untergerührt und fertig ist die erste Variante. Die zweite Variante, super, super lecker, solltet ihr auf jeden Fall einmal ausprobieren. Das ist die Erdnuss-Schoko-Variante. Dazu wird benötigt weiche Butter, braunen Zucker, normalen Zucker, hitzebehandeltes Mehl, Vanilleextrakt oder Vanillezucker, Kakaopulver, Schokodrops, etwas Milch und gesalzene Erdnüsse. Zunächst werden die Erdnüsse gemahlen. Entweder ganz fein oder ein bisschen grober, so wie ihr es am allerliebsten mögt. Ich mag es ein bisschen grober, deswegen habe ich die Erdnüsse nicht ganz so fein gemahlen. Die weiche Butter wird mit beiden Zuckersorten und Vanilleextrakt in einer Rührschüssel 2 Minuten cremig aufgeschlagen. Anschließend kommt Mehl, Kakaopulver, Milch sowie die Erdnüsse dazu. Das Ganze wird eingerührt. Zuletzt werden noch die Schokodrops per Hand untergerührt und fertig ist die zweite Variante. Für die dritte und letzte Variante, die ich euch zeige, die Nutella-Cookie-Dough-Variante, wird benötigt weiche Butter, gemahlene Haselnüsse, Nutella-Creme, etwas Milch, Salz, Vanilleextrakt oder auch hier Vanillezucker, hitzebehandeltes Mehl und Zucker. Zunächst werden die gemahlenen Haselnüsse fettfrei in der Pfanne unter ständigem Rühren 2 bis 3 Minuten angeröstet, so lange, bis in eurer Küche ein richtig leckerer Duft entsteht und die Haselnüsse ein wenig dunkler werden. Diese müssen erst auskühlen, anschließend wird die weiche Butter mit Zucker und Vanilleextrakt 2 Minuten cremig gerührt. Dazu kommt nun die weiche Nuss-Nougat-Creme, anschließend die ausgekühlten gemahlenen Haselnüsse. Hitzebehandelte Mehl, etwas Milch und das Ganze wird noch gut eingerührt. Diese Variante ist durch die weiche Nuss-Nougat-Creme relativ weich und sollte vor dem Aufnaschen 1 Stunde gekühlt werden. Alle Rezepte zum Nachlesen verlinke ich euch jetzt gleich am Ende und ihr findet sie auch in der Infobox.